So, ich habe hier alle Zutaten, die ich für meine Hähnchensuppe brauche. Als allererstes ist natürlich unser Hähnchen und mein Hähnchen ist ungefähr 1200 Gramm. Das werde ich noch schneiden. Ich finde es besser, wenn ich erstmal klein schneide und dann koche. Nicht als Ganze erstmal kochen. Und ich habe hier ein paar Gemüse, die ich später noch klein schneiden werde. Frühlingszwiebel, ich habe Karotte, ich habe Sellerie, ich habe hier Paprika. Um ein bisschen mehr Farbe reinzubringen, werde ich Erbsen benutzen. Als Gewürze werde ich natürlich nicht so viel benutzen, außer nur Kreuzkümmel. Kreuzkümmel habe ich ungefähr ein Teelöffel. Kreuzkümmel als stillende Mama sind eigentlich empfehlenswert. Ich habe hier Turmeric, ein halber Teelöffel, ein gehaufter Teelöffel Knoblauch-Ingwer-Paste. Knoblauch und Ingwer sind sehr gut, perfekt, wenn man eine Erkältung hat. Ich werde ganz am Ende noch ein bisschen Salz benutzen, aber Salz werde ich zusammen mit Gemüse reinmachen. Und ich habe noch einen Topf, groß genug, damit alle meine Zutaten reinpassen. Und ja, jetzt werde ich natürlich mein Hähnchen klein schneiden und dann können wir auch anfangen. Und beim Hähnchen schneiden ist es sehr wichtig, dass man versucht, andere Sachen wegzuräumen. Und dadurch, dass ich mein Hähnchen als allererste brauche, werde ich zuerst mein Hähnchen klein schneiden. Ansonsten würde ich mit meinem Gemüse anfangen, weil es ist empfehlenswert, so die Kette zu machen, damit man Food Poisoning vermeidet. In diesem Fall werde ich versuchen, dass ich so wenig wie gar nicht die Keime und alles überall verbreite. Und ja, jetzt können wir anfangen. Und falls das Licht ein bisschen sich bewegt, mein Baby ist hier auf dem Boden und versucht, die Lampe wegzunehmen. Ich versuche jetzt die kleinen Härchen an die Haut wegzumachen, dann kann ich grobes mein Hähnchen waschen und dann kochen. Jetzt werde ich mein Hähnchen ganz schnell sauber machen, dann können wir weiter kochen. Als allererstes werde ich mein Hähnchen mit Gewürze erstmal kochen. Und meine Gewürze sind Kreuzkümmel, Turmeric und Knoblauch-Ingwer-Paste. Diese untere Teil von meiner Frühlingszwiebel in Würfel schneiden und auch zusammen reintun. Dazu habe ich ungefähr 1 bis 1,5 Liter Wasser. Es ist sehr wichtig, dass das Wasser das komplette Hähnchen verdeckt, damit es auch gut kocht. Weil ich will, dass alle Hähnchenstücke gleichmäßig kochen. Dann meine Gewürze rein, natürlich. Zwiebel klein geschnitten. Ansonsten kann man eine ganz normale Zwiebel benutzen. Ich habe beim zweiten Kind Knoblauch und Zwiebel gegessen. Als stillende Mama, ich habe ganz normalen Knoblauch und Zwiebel gegessen. Nur die Menge habe ich verringert und nicht so exaggerated gemacht. Aber wenn man sich nicht zutraut, Knoblauch und Ingwer zu essen, dann einfach weglassen. Ansonsten Knoblauch, Ingwer und Zwiebel sind perfekt für eine Erkältung. Und das hier bezeichne ich auch als meine gute Besserung zur Suppe. Sehr perfekt für Invalide. Ich habe im ersten Trimester nur von Suppen überlebt. Ich konnte gar nicht essen. Das heißt, ich habe nur Suppe bekommen, quasi entweder Fleischsuppe oder Hähnchensuppe. Mein Mann hat einfach Suppe gekocht. Habe ich einfach die Suppe getrunken, weil erstens die Suppe muss man nicht kauen, muss man nur trinken und es ist nahrhaft. Das heißt, es hat alle Nahrwerte, die ein Körper braucht, Vitamine und alle anderen schönen Sachen.
Und jetzt lasse ich mein Hähnchen für ungefähr 30 Minuten mit mittlerer Hitze kochen. Und in der Zwischenzeit werde ich meine Arbeitsplatte sauber machen, so wie meine Gemüse auch in kleine Würfel schneiden. Und ich denke, ich mache noch ein bisschen Wasser noch rein, damit jeder einzelne Hähnchenstück verdeckt ist, weil ich will, dass es gleichmäßig kocht. So ist perfekt. Jetzt nur Deckel drauf. Ich habe meine Suppe bzw. mein Fleisch für ungefähr 30 Minuten gekocht und jetzt werde ich meine Gemüse addieren. Und meine Gemüse ist Paprika, Karotte, Frühlingszwiebeln, Sellerie sowie Erbsen. Und ich schmeiße einfach alles rein. Dann mache ich ein bisschen Wasser rein, damit alles komplett verdeckt ist. Und an dieser Stelle kann ich auch mein Salz addieren. Ich mag es, wenn ich Salz zusammen mit der Gemüse reinmache, weil ja, persönlich finde ich so besser. Und Salz ist zum Abschmecken, je nachdem, wie viel Salz man nimmt. Ich habe ungefähr eine halbe Teelöffel. Und ich lasse jetzt meine Gemüse bei mittlerer Hitze für ungefähr 10 bis 15 Minuten kochen. Und nach diesen 15 Minuten kann ich mein Fleisch herausnehmen und von der Knochen entfernen. Also ich entferne meine... Ja, und in 10 Minuten kann ich meine Fleisch von der Knochen entfernen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in 15 Minuten. So, fertig. Auf Stopp.